Zunächst wird ein kleiner Einschnitt in den Hornhautrand gesetzt, durch den die Operationsinstrumente geführt werden. Nun wird die äußere Hülle der Linse, die sogenannte Linsenkapsel, an ihrer Vorderseite kreisförmig eröffnet. Der übrige Teil der Linsenkapsel bleibt, wenn möglich, erhalten und bildet eine natürliche Tasche, in oder vor die später die Kunstlinse eingelegt werden kann. Der Inhalt der natürlichen Linse wird nun zerkleinert aus der Kapsel herausgesaugt. In der Regel wird die für Sie ausgewählte Kunstlinse in die leere, taschenförmige Kapsel eingeschoben. In manchen Fällen kann es im Operationsverlauf nötig werden, sie vor die leere Tasche oder auch vor die Pupille zu legen. Am gewünschten Ort wird die Kunstlinse mit Hilfe ihrer Verankerungsbügel ausgerichtet.